willkommen zu einer neuen Folge von, beziehungsweise zu einer ersten Folge von Prolog zum Simrel. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal dieses kostenlose Prolog. Und ich würde das einfach mal ausprobieren mit euch zusammen. Und schauen mal, was uns hier so erwartet. Einfach mal auf Simulation. Erstmal auf Steuerung. Es wäre natürlich schön, wenn wir uns irgendwie das Ganze auf Controller machen könnten. Das machen wir mal. Ah, Setzen von Controller-Einstellungen erst mit der Vollversion möglich. Nun denn. Wollen wir das einfach mal so machen? Gehen wir mal zurück. Und dann wählen wir mal auf Triebfahrzeugführer gehen. Mal schauen, was uns hier so erwartet. Tja, es scheint, dass wir nur zurzeit nur Polen fahren können. Dann machen wir das einfach mal. Alle Zugarten, Passagierzüge oder Fahrzeuge. Ja, das lassen wir mal. Viel bleibt uns jetzt hier nicht zu über zu nehmen. Dann nehmen wir einfach das, was wir nehmen können. Gehen einfach mal auf Spielen. Wie gesagt, das ist jetzt noch die sogenannte Demo-Version, kostenlos downloadbar bei Steam. Wann die Vollversion allerdings erscheint, weiß ich nicht, aber es soll im zweiten Quartal diesen Jahres geschehen. Welcome to Simrel Demo. You are at Dąbrowa Górnicza Ząbkowice Station. Ja. Today you will run passenger train 4665 on the section Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Będzin. You will use the 34WE electric multiple unit to operate it. So, was ich jetzt zu tun habe, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht sollte ich hier erstmal irgendwie einsteigen. Ich weiß allerdings nicht wie. Muss ich ehrlich gestehen. Es ist ein wenig verwirrend, muss ich ehrlich sagen. Ich muss erst mal wissen, wie ich überhaupt in den Zug hier reinkomme. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich hier zu tun habe, muss ich ehrlich sagen. Bin gerade ein wenig überfordert.
Also ein anderer Zug steht ja hier nicht, es ist ja nur der. Vielleicht muss ich auch nach vorne laufen. Türen, durch die Türe hinein. Jetzt funktioniert es. Wunderbar. So, dann schauen wir mal, ob da unsere Fahrkabine ist oder ob wir auf die andere Seite müssen. Das kann ich allerdings noch überhaupt nicht sagen. Da stand doch gerade was. Führerstand betreten. Also ich hoffe ja, dass die Demo-Version noch anders wird, weil das ist hier, naja, ihr seht selber, es ist ein wenig kompliziert und ich bin froh, dass das kostenlos ist, muss ich ehrlich sagen. Was muss ich jetzt tun? Wie kann ich mich da auf den Sitz setzen? Ja, anscheinend überhaupt nicht. Hier bin ich wahrscheinlich verkehrt, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich hier im richtigen Führerstand bin, muss ich ehrlich gestehen. Also, das ist ein wenig kompliziert, um es mal milde auszudrücken. Einfach mal zur anderen Seite. Vielleicht bin ich ja da richtig. Da. Hinsetzen. Jetzt tut's. Hier bin ich anscheinend richtig. So, dann versuchen wir doch mal den Zug aufzurüsten, wenn das überhaupt möglich ist hier. Was ist denn das hier? Führerstand aktivieren. Wie das jetzt alles allerdings zu funktionieren hat. Ja, ich würde ja gern. Ich weiß nur nicht wie. Kann mir mal jemand helfen und mir sagen, wie ich den Führerstand aktiviere? Also wenn ich da oben hin will, geht das immer. Null, oder was soll ich jetzt drücken? Ich kann euch leider nicht sagen, wie ich den Führerstand aktiviere. Ich kann euch nicht. Ich kriege den Führerschein nicht aktiviert. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich muss es einfach so sagen. Ich weiß es nicht.
kriege den Führerstand nicht aktiviert. Ich kann es euch einfach nicht sagen. Helft mir. Vielleicht muss ich auch irgendwo erst die Batterie einschalten. Ich kann euch allerdings noch nicht sagen, genau wo. Führerstandspultbeleuchtung. Sandtaste. Makrofon. Pfeife. Was ist das? Wachsamkeitstaste, also so. Direkte Bremse. Indirekte Bremsleitung, Dichtigkeitsprobe. Das ist ja alles sehr, sehr schön hier. Aber die Batterie wäre jetzt mal nicht schlecht zu finden. Da ist ein Feuerlöscher ohne Ende. Da sind keine Tasten, soweit ich sehe. Da oben auch nicht. Also es muss hier irgendwo irgendwie die Batterie eingeschaltet werden. Ich kann euch allerdings überhaupt nicht sagen, wie, wo, warum, weshalb. Tut mir leid, aber ich bin hier völlig überfordert. Tut mir leid, aber ich glaube, das wird nichts. Schade, ich wäre gerne eine Runde gefahren, aber was ist das? Da tut sich auch nichts.
Nee, also tut mir leid, aber das wird überhaupt nichts hier. Das wird überhaupt nichts hier. Also das ist das Spiel hier, SimRail 2021. Und naja, ihr seht selber, da machen wir lieber was ganz was anderes. Da machen wir lieber was ganz was anderes. Und zwar folgendes. Ein Moment. Na komm schon. Na los, na geht doch. Und zwar habe ich mir Und zwar habe ich mir, wo habe ich es? Wo habe ich es denn? 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 Na sag mal, wo habe ich es denn da? Das wollte ich haben. Machen wir mal ein leichtes. Machen wir mal ein leichtes. S-Bahn Rhein-Main, Frankfurt. Ich denke, das ist auch sehr zu empfehlen. Schauen wir mal, was uns da so erwartet. Also dieses SimRail 2021, ihr habt es selber gesehen. Keine Chance, da irgendwas zu bewirken. Und naja, es ist ja Gott sei Dank kostenlos und man kann es genauso gut wieder runterschmeißen. So, willkommen. Wegen Signalarbeiten zwischen Bad Vilbel und Frankfurt West ist die Strecke zum Teil nur eingleisig befahrbar. Mehrere Infos später. Dies ist ein Dreiwagenzug. Bitte beachten Sie also die Bahnsteiglänge. So, dann wollen wir mal starten hier. So, wir werden als erstes mal die Türen öffnen. Dann wollen wir hier mal ein wenig Licht in die ganze Sache bringen. Würde ich sagen, das ist das Makrofon. Ja, das brauchen wir nicht. Führerstandslicht. So. Fahrgastraumbeleuchtung. So. Es dürfte soweit genügen. Mit 1000 Hertz Beeinflussung. Ja. Das heißt, wir dürfen uns entweder gleich befreien oder auch nicht. Dann dürfen wir jetzt erstmal prüfen hier. So. Reger Verkehr hier in Friedberg.
Wir haben vor uns Buchenbrücken, Niederwölstadt, Okarn, Großkarn und Dörtelwell, Fiebel, Fiebel Süd, Bergkarsheim und Frankfurt, Berg und Eschesheim und so weiter. So, wir haben Ausfahrt. Das heißt, wir werden fahren. Versuchen wir uns mal wieder zu befreien. Dies ist anscheinend nicht der Fall. Das heißt, wir werden hier mal lockerflockig warten, bis wir aus dem Bahnhofsbereich raus sind. So, 60 ist gleich erlaubt. Wir haben immer noch eine Beeinflussung. So, 100. So, erste Station erreicht. Endstation ist der Frankfurt Hauptbahnhof um 14.42 Uhr. So, jetzt stimmt's auch. Frankfurt Hauptbahnhof. Wunderbar. Allerdings fahren wir die S6 und nicht die S1. Kann man das noch irgendwie ändern?
fahren auf jeden Fall erstmal los. Jetzt stimmt es. Wunderschön. Wunderschön. Nächste Station Niederwölstadt. So, wir öffnen die Türen. So sieht es übrigens hier hinten aus, im Fahrgastraum. Der Baureihe 423. Wunderschön, wenn hier mal so durchgeht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da steht auch noch was. Wollen wir das mal lesen? Rödemark, Oberrhoden. Ja, gut, das stimmt jetzt nicht so ganz. Auch die Linie stimmt nicht, aber immerhin steht was da. So. So, Türen geschlossen. Auf geht's. Nächste Station, Okam.
Ah, wenn, dann wollen wir ja ganz am Bahnsteig stehen. So. Einigermaßen. Wunderbar. Schade, dass man jetzt nicht sehen kann, wie die Türen zugehen. Das wäre jetzt geil gewesen. So, auf geht's. Übrigens, gibt hier keine Instrumentenbeleuchtung. Fahrgastraum, Führerstand. Aber anscheinend ist es hier nicht so gedacht. So, nächste Station Großkarben. So, wieder ein wunderschöner Halt. Alle Türen offen. Sieht gut aus. Wunderschön, perfekt. So muss man an einem Bahnsteig halten. Das sieht doch traumhaft aus. Wahnsinn, wie lange der Zug ist. Wahnsinn. So, nächste Station. Dörtewel. Oder Dörtewel, wie auch immer.
Wunderschöne Gegend, muss man wirklich sagen. Perfekt, perfekt. So, wir werden jetzt mal hier aus dieser Ansicht losfahren. Zwar ist die nächste Station dann schon Bad Vilbel, danach dann Bad Vilbel Süd, Berkersheim, Frankfurter Berg, Eschersheim, Frankfurt Westbahnhof und schließlich Frankfurt Hauptbahnhof. So, Nullstellung und los geht's. So, was sollen wir da? 60. Nächstes Signal ist 60. Nächstes Signal ist 60. So, nächstes Signal ist halt zeigend. Da fährt ein IC los. So, gerade noch so pünktlich geschafft. Gerade so noch.
nenne hier einfach mal abspeichern. Noch haben wir rot. Jetzt ist orange, wunderbar, beziehungsweise gelb, gelbe. Ab hier beginnt der eingleisige Abschnitt. Wir folgen in Kürze dem IC auf dem Weg nach Frankfurt. Ah ja, sehr schön. Dann geht's los. So, und das wird jetzt eine ganz knappe Kiste hier. Das wird eine ganz, ganz knappe Kiste. Na, ob das noch pünktlich gezählt wird, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube es beinahe nicht. Ich glaube es beinahe nicht. Schade. Zwar haben wir noch einen Haken bekommen, aber es waren jetzt nicht die volle Punktzahl. Aber egal, Haken ist Haken. So, 130. So, Bergersheim. Das sollten wir hingegen wieder pünktlich schaffen, überpünktlich sogar. So, Türen öffnen.
Da sind wir schon fast in Frankfurt. Jetzt kommt gleich schon Frankfurter Berg, Eschersheim und dann kommt schon Frankfurt. Wunderschön. Dann ist unsere kleine S-Bahn-Fahrt auch schon vorbei. Auf geht's! Da wäre jetzt schön, wenn es noch umspringen würde auf Rot. Aber ich glaube, das wird nichts, oder? Ich glaube, das wird nichts. Na, schade. Na, schade. Schön wär's. So, zum drittletzten Mal öffnen wir die Türen. Danach kommt noch Eschersheim, Westbahnhof und Hauptbahnhof. Zum viertletzten Mal öffnen wir die Türen. Eins, zwei, drei. Ja. So. Eschersheim ist dann auch nicht weit weg. Und los geht's. Nächste Station, Eschersheim.
Ah, jetzt fahren wir leicht drüber. Ist egal. Ist nicht ganz so schlimm. So. Da sind wir schon leicht im Frankfurter Raum hier. So, nächste Station dann bald Frankfurt, einmal Weststadion, beziehungsweise Westbahnhof und der Hauptbahnhof. Auf geht's! Und da verschwindet sie. Ups, gerade noch so abgefangen. Aber vorhin stand doch was von eingleisig, ne? Also ich sehe hier nichts von eingleisig, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, was da jetzt gemeint war, aber eingleisig ist es hier bei weitem nicht. So, dann gleich 90. Bevor wir dann ab Westbahnhof 80 fahren. Da kommt schon der Gegenzug. Wunderschön. Das ist schon ein etwas größerer Bahnhof hier. Und der Frankfurter Hauptbahnhof wird natürlich gleich umso größer sein. Wir öffnen zum vorletzten Mal die Türen. Schauen Sie mal ein wenig um, was es hier so zu sehen gibt. Da oben fahren auch noch Züge. Da seht ihr es. Hier sind sogar noch Anzeigen vorhanden.
Bad Sohn-Friedberg-Kronberg-Friedrichsdorf. Die S3, S6, S4 und S5 fahren hier an Gleis 1, an Gleis 2 fahren. Die S5, S3 und S4, jeweils S5 Frankfurt Süd, S3 nach Darmstadt Hauptbahnhof und die S4 nach Langen. Jetzt würde mich interessieren, ob bei uns auch Anzeigen stehen. Natürlich nicht. Naja, man kann nicht alles haben. Wir sind übrigens in Frankfurt am Main West und fahren jetzt weiter nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Auf geht's! Natürlich wieder der Signalkunde gefragt, wie wir bloß nicht irgendwo in eine Falle rasen. Aber es sieht ganz gut aus. 70, das haben wir soweit. Messe. So. Gleich ist dann 70 angesagt, danach dann 40. So, da steht's schon. Wird schon mal ein bisschen langsamer werden hier. Weil da stand nämlich was von 30. Hier zum Beispiel. So, ab dem nächsten Signal ist dann tatsächlich 30. Da werden wir noch überholt, aber sie wird gleich eingebremst. So, wir haben noch gelb. Und wir dürfen jetzt nicht zu schnell werden hier. Jetzt ist nämlich tatsächlich 30 angesagt. Eigentlich hatte ich das gedacht. Wir bleiben aber mal 30. Ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, 40. Ist immer noch genehmigt. Es kann jetzt jeden Moment auf 30 switchen. Und da will ich auf keinen Fall ein Risiko eingehen. Nur zu kurz vor Schluss. Da steht ein wunderschöner ICE2. Sehr, sehr schön.
Aber ein bisschen Leistung ausschalten müssen wir, sonst wird es doch noch zu spät. So, willkommen im Frankfurt Hauptbahnhof. Ja, jetzt ist 30. Jetzt kommen wir gleich auf 30. Ich denke, das werden wir auch so pünktlich schaffen. So, wir öffnen die Türen. Das war's mit dem kleinen Szenario auf der Rhein-Main-Strecke mit der Baureihe 423 von Friedberg nach Frankfurt Hauptbahnhof. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Sonntag. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut, bleibt sauber. Euer der Dennis Spieters. Bis dann. Bye bye.